Roberto Blanco gesichtet in einer schummrigen Bar mit einer Blondine. The story of his life. Voilà. Also ich bin ganz Ohren. Herr Blanco, wenn ich Sie hier sitzen habe, Sie sitzen in der Jury der Miss Germany 2014. Brüste oder Hintern? Gesicht erstmal. Gesicht? Weil zuerst mal, man trifft eine Person, man sieht das Gesicht. Weil so wie ich sie jetzt gegenüber sie sitzen kenne, ich könnte die Brust, es ist versteckt durch Schwarz und ihr Hintern, sie sitzen drauf. Also das heißt, man guckt das Gesicht, die Augen, die Ausstrahlung. Sie sitzen jetzt nicht zum ersten Mal in der Jury, das heißt, Sie haben da schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Was nehmen Sie da aus den vergangenen Malen mit? Es gibt Menschen, wenn die in einen Raum kommen, dann fühlen sie das Raum. Dann sind die da. Und andere können aussehen, wie sie wollen. Die kommen rein und nichts passiert nicht. Und ich merke, wenn eine Frau kommt, kommt das Aha-Effekt. Und das ist für mich war immer wichtig. Ja, Ihren Aha-Effekt, den hatten Sie ja auch privat. Sie haben im September vergangenen Jahres die wunderschöne Lusandra geheiratet. Ein Riesen-Aha. Ein Riesen-Aha. Das heißt, Erfahrung mit schönen Frauen genug. Ja. Jetzt haben Sie ja selbst gesungen, die Liebe hat keine Garantie quasi, aber die Liebe kennt offenbar auch kein Alter. Wie schön ist es für Sie jetzt nochmal, so eine Frau an Ihrer Seite zu sehen? In dieses Wort, Liebe hat keine Garantie, ist alles im Begriff. Das heißt, Liebe hat kein Alter, keine Farbe, keine Religion. Zwischen zwei Menschen ist die Liebe. Das heißt, zwei Menschen treffen sich. Ist egal, ob der Mann jetzt 70 und die Frau 30 ist. Man muss nur respektieren, der Wunsch oder was passiert mit anderen Menschen. Und dann ist kein Problem. Sie haben Schlager gemacht, Sie haben lateinamerikanische Songs gemacht. Ihr Swing-Album finde ich persönlich großartig übrigens. Mein Gott, Sie haben einen guten Geschmack. Ich weiß. Was kann noch kommen? Gibt es noch was, wo Sie sagen, das reizt mich noch, das möchte ich unbedingt mal noch umsetzen? Wissen Sie, wenn man, wie Sie sagen, ich bin bald 60 Jahre im Showbusiness, ne? Und es war immer was Neues. Letztes Jahr, oder vor eineinhalb Jahren, haben wir gemacht. Auf Kuba mit so einer großen, schönen kubanischen Band haben wir was aufgenommen. Und da plötzlich danach kam, ach, jetzt könnte man Jazz machen. Man darf nicht einschlafen dabei. Wenn man dabei, dann kommt eine neue Idee, dann bespricht man das. Ach ja, das machen wir. Was wirklich gut ist. Und trotzdem sprechen Sie die Leute auch immer wieder auf ihre großen Hits drauf an. Wie ist das, wenn man nach all den Jahren immer noch hören muss, ein bisschen Spaß muss sein? Aber ich freue mich darüber, um Gottes Willen. Gucken Sie mal, ein Tom Jones, man hört immer gern sein Delilah. Das ist herrlich. Ich danke Gott, dass ich diesen Song hatte. Aber man muss weitermachen. Ich meine, es gibt viele Leute, die glauben, ich bin geboren und habe ich nur ein bisschen Spaß muss sein gesungen. Künstler werden in Schublade gestellt hier. Ach, der hat das, der hat damit Erfolg, bumm. Ein Schauspieler, der als Kommissar erfolgreich ist, bumm, bleibt Kommissar. Der kennt Hamlet rückwärts, spielt in Chinesisch. Oh, wunderbar, aber der ist der Kommissar. Also das will ich damit sagen, das ist, gucken Sie mal. Robbie Williams. Hm. Was für ein Sänger ist er? Er ist ein Popsänger. Ursprünglich? Es ist ein Hat Pop. Hat aber auch ein tolles Swing-Album. Ja, sag ich doch. Bitte, danke. Aber bei ihm sagen sie, der hat auch ein tolles Swing-Album. Und keiner sagt, na, der ist ein Pop und der bleibt Pop. Um das geht. Weil Musik ist Musik. Musik ist breit. Man muss die Musik nicht so gucken. Man muss so gucken, die Musik. Sie sind heute Sänger, Entertainer, Sie können in der Richtung alles Mögliche machen. Ihre Eltern waren beide Künstler, große Künstler. Ja. Gab es für Sie überhaupt die Chance, wenn Sie in so eine Familie geboren werden, dass Sie Bäcker werden oder sowas? Doch, wenn Sie mein Curriculum lesen, mein Vater wollte, dass ich Mediziner. Ich habe Medizin studiert in Madrid. Nach 3 Monaten habe ich gesagt, ich will nicht mehr studieren. Ich bin entdeckt worden für einen Film, Der Stern von Afrika, von Alfred Weidmann, ein großartiger Regisseur damals. Und dadurch habe ich gesagt, ich studiere nicht mehr und hier bin ich. Gott sei Dank. Danke, meine Liebe. Danke. Herr Blanco, vielen herzlichen Dank. Ich sage schon Dank. Und ich grüße alle Ihre Zuschauer. Danke.